angreifen, würde ich mal sagen. Diagonalen. Wir sind stumpf, aber drum. Nein. Lässt du die Arme einfach bitte mal hängen? Weil das ja, ein bisschen. Ja, mein sportlicher Werdegang ist direkt auch hier beim DTV gestartet. Und dann habe ich mich von den unteren Ligen auch immer weiter hochgekämpft und wurde dann gesichtet. Und seit 3 Jahren spiele ich jetzt hier in der ersten Bundesligamannschaft in Düren. Jetzt, ja. Muss ich mein Timing nur verbessern? Ja, also meine größten Ziele sind dann hier beim Volleyballverein auch mehr Spielanteile zu bekommen, sich hier zum Stammspieler zu entwickeln und vielleicht dann über die Jugendnationalmannschaft auch zur Nationalmannschaft in ein paar Jahren zu kommen. Ich habe da meine ersten Spiele miterlebt mit Mauam N. Männlich, die uns dann auch Mauams geschenkt haben und so welche Erinnerungen. Ja, und dann haben wir uns mal einen Volleyball gekauft, haben auf der Straße was gespielt und so ging es dann halt in den Verein. Mein Bruder hat dann auch schon 2 Jahre länger gespielt als ich und ja, so ist dann immer weiter gestiegen. Als ich dann vor 3 Jahren ja, gesichtet wurde von den Verantwortlichen aus Düren, durfte ich mal zum Training und ja, jetzt ist es schon meine 3. Saison hier in Düren und bin sehr froh darüber. Der Tagesablauf, der beginnt schon morgen um 6:15, da klingelt der Wecker, dann geht es halt zur Schule bis 1, 2 Uhr, dann geht es kurz nach Hause, essen und dann geht es an die Hausaufgaben direkt und ja, um 5 Uhr ist ja dann wieder das abendliche Training in der Arena Kreis Düren und dann wird es nochmal 2 Stunden ausgepowert und vielleicht anschließend nochmal in die Hausaufgaben gesetzt, wenn das nötig ist. Und ansonsten wird früh schlafen gegangen oder vielleicht mit dem Vater nochmal über die täglichen Erlebnisse berichtet. Also da ja. Ja, der Tag mit Volleyball ist dann schon sehr gesättigt unter Schule und dann werden natürlich noch ein paar Stündchen mit der Freundin verbracht und ja, aber viel Zeit für andere Hobbys oder andere Sportarten bleibt da nicht. Ja, also zu meinen Vorbildern gehört eigentlich schon seit Anfang an auch Christian Dünnes, der auch hier in Düren gespielt hat. Der war halt Diagonalangreifer und hat Führungspositionen übernommen und war ohnehin ein sehr starker Spieler und ihn habe ich halt immer beneidet in seiner Ruhe, in seinem Spiel und dass er halt so durchschlagskräftig war. Mache ich dann im Sommer 2015 mein Abitur. Ja, meine Fächer zu den Leistungskursen gehören zum Beispiel BWL oder auch als Nebenfächer VWL, die dann an der Schule noch angeboten werden, was halt auf normalem Gymnasium dann nicht der Fall ist. Ja, also das ist jetzt ja meine 3. Saison bei den in Düren und ja, meine Ziele und wo ich mich verbessern will, dass ich mich halt dann noch mehr in die Mannschaft engagieren will und noch auch Führungspositionen übernehmen kann, damit ich auch vielleicht mich noch zum Stammspiel entwickeln kann. Okay. Danach wird es auch in dem wirtschaftlichen Bereich bleiben, dass ich vielleicht noch neben dem Sport noch studieren gehe, vielleicht BWL, aber das steht noch nicht ganz fest. Ja, also quasi die Entwicklung vom Fan zum Spieler war halt sehr spannend, weil man das alles immer so von außen gesehen hat und auch die Spieler immer beneidet hat und jetzt auch endlich mal unten zu stehen und unten dabei zu sein war total aufregend, man konnte sich das gar nicht dann so vorstellen, wie das so abläuft. Und ja, aber jetzt ist das schon alles quasi ein bisschen entspannter geworden. Ja, die ersten Momente auf dem Platz, ja, dann realisiert man im ersten Moment gar nicht, was da passiert, weil es auch alles so laut ist und man ist dann quasi so in einem Tunnel und spielt einfach und versucht seine Aufgaben zu erfüllen, aber was um sich herum dann passiert, das schaltet man quasi aus.